Wir haben vorhin in dem Zuspiel gesehen, wie Sie die goldene Kamera in Empfang nehmen. Ja. Also es war übrigens die Veranstaltung, wo ich George Clooney nicht erkannt habe. So in Klammern. Und Sie waren da ganz verhalten, sehr, sehr schüchtern. Ja. Wie hat denn Ihre berühmte Familie diese goldene Kamera aufgenommen? Naja, das war leider nicht so ein schönes Erlebnis, weil mein Onkel und meine Mutter mir erklärt haben, ich soll die goldene Kamera nicht entgegennehmen, weil meine Leistung wäre nicht dementsprechend gewesen. Und das war für mich ziemlich hart. Normalerweise freuen sich Mütter und Verwandte, wenn Kinder... Ja, das war gerade so der Trend, dass mein Onkel auch meinte, er müsse auch irgendwelche Preise zurückgeben und so weiter und so fort. Für mich war das als 19, gerade 20-jähriges Mädchen sehr, sehr schlimm. Ich bin heulend weggelaufen. Penny McLean war an dem Abend da, meine Tante Immi war da. Und, Penny McLean, die Lady Bump. Die Schlagersängerin. Ja, und Autorin vor allem auch. Und die hat den Max auch zur Sau gemacht und meine Mutter. Und das war sehr schlimm für mich. Und dann war natürlich die Veranstaltung, und das war ja damals noch wirklich da im Axel Springer Haus direkt an der Mauer. Das war ja noch eine Mini-Veranstaltung damals. Und dann... hat der Blecki mir den Preis überreicht, Blecki Fuchsberger, und hat mir den Preis überreicht und hat gesagt, du schaust aus wie deine Mutter und du hast die Augen wie deine Mutter und die Stimme wie deine Mutter und du bist so begabt wie deine Mutter. Am Schluss habe ich gedacht, ich bin meine Mutter, aber die saß unten im Publikum und hatte natürlich da dann kamerareich die Tränen in den Augen. Und es war für mich eine ganz, ganz traurige Veranstaltung. Ich bin weinend von dieser goldenen Kamera weggegangen ins Hotel und dort war der Frank Elsner und der hat gesagt, warum weinst du, Mädel? Und dann hat er mit mir geredet, als Mensch. Und das war sehr schön. Ja, das ist gut. Wobei ich jetzt nicht meine Mutter oder so verteufeln will. Das war, ich weiß es nicht, war es Eifersucht. Ich war halt blutjung. Meine Mutter war Spätgebärende. Die hat mir mit 40 gekriegt. Ich war halt wunderschön und jung. Und sie war im Verfallsstadium, in dem ich mich jetzt gerade annähre. Oh. Und das ist halt vielleicht nicht so einfach. Ich bin Großmutter von einer 8-jährigen Enkeltochter. Und deswegen bin ich eine junge Großmutter. Das war aber nicht meine Mutter in dem Sinn. So. Marie-Therese, in dem Buch, was Sie gemeinsam geschrieben haben. Ja. Auf Seite 276 platzieren Sie, haben Sie eine kleine Bombe platziert, die hochgegangen ist und für enorme Medien... Moment, ich habe keine Bombe platziert, ich habe mein Trauma beschrieben. Ich wollte was nur sagen, von der Wirkung, von der medialen Wirkung, die es gehabt hat und von der Aufmerksamkeit. Gab es einen bestimmten Grund, dass Sie gesagt haben, ich mache es bei dieser Gelegenheit, bei dem Aufschreiben dieses Tagebuchs? Ja, ich wollte eigentlich diese, es ist ja nicht unbedingt ein Tagebuch, es ist ja wirklich ein geschriebener Text. Und ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die unabhängig ist und wieder mit ihrem Ex-Gatten nach Teneriffa kommt und auch in dieser Zeit sich ganz langsam wieder in diese Strickmuster und Handelsmuster, die man so mit sich trägt, wieder zurückfällt. Gar nicht da raus kann. Und dann habe ich mich gefragt, wo hängen denn diese Strickmuster? Wo bleiben sie denn? Und die Simone de Beauvoir hat das sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, on n'est pas femme, on le devient. Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Mhm. Und dann fiel mir eben auf, dass ganz viele, also viel habe ich geschluckt halt schon als kleines Mädchen, wo ich halt mein Vater Aktzeichnungen von mir gemacht hat und mir das als Kunst verkauft worden ist. Für mich war es aber schrecklich. Ja, und das ging dann eben weiter über, also das war einfach so, genau. Und Sie haben dann beschrieben, auch in sehr, sehr berührender Weise, wie Ihr Onkel, Sie nennen ihn dann nur Onkel, weil es war klar, dass es sich um den Bruder Ihrer Mutter handelt, so Maximilian Den Oscar-Preisträger, kann man sagen. Den handelt es sich, ja. Der aber sie missbraucht hat im Alter von 14 Jahren, entjungfert hat im Alter von 14 Jahren, und der nun schon seit langem nicht mehr lebt, das heißt auch nicht gefragt werden kann. Aber Sie haben gesagt, jetzt ist es Zeit, das öffentlich zu machen. War Ihnen klar, was es für ein Echo haben würde? Das war mir schon einerseits klar. Für mich war nicht schön, dass mein Text, den ich ja sehr feinfühlig geschrieben habe und sehr sachlich geschrieben habe, aus dem Kontext rausgerissen worden ist und zerflattert worden ist. Und einfach meine Worte willkürlich platziert worden sind und interpretiert worden sind und so. Das finde ich ganz schrecklich, dass es kein Urheberrecht mehr in dieser Art und Weise gibt. Ja? Und das hat mich jetzt
fühlte sich für mich wie ein erneuter Missbrauch an. Also auch, dass einfach die Titelblätter sich jetzt da gefüllt haben, dass ich da mit dem Täter, und es ist nun mal ein Täter auch für mich, ja, also auch wenn ich meinen Onkel geliebt habe, meine Mutter geliebt habe und meine Familie geliebt habe, trotzdem, es ist eine traumatische Erfahrung gewesen. Und jetzt die ganze Zeit an den Pranger gestellt zu werden, das ist nicht schön. Haben Sie das Gefühl, dass Sie an den Pranger gestellt werden? Ich werde an den Pranger gestellt. Nicht Ihr Onkel? Nein, leider wird halt sehr. Wir brauchen eine Täter-Opfer-Umkehr. Und deswegen bin ich auch, habe ich versucht, das mal zu schildern, weil in jedem Klassenzimmer sitzen 1 bis 2 Kinder, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, nachweislich. Die Dunkelziffer ist wesentlich höher. Ja. Aber wer stellt Sie jetzt an den Pranger? Das habe ich nicht beobachtet. Ich stelle eher fest, großes Erschrecken, großes Mitgefühl. Ja, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich meine, wenn man da die ganze Zeit auf den Titelblättern sitzt und steht und dann Missbrauch und Dings und dann wird es, man wird zu einem Produkt. Ah, man kann mit der Geld machen, super, dann erzählen wir noch mal die Geschichte. Und dann werfen, und jetzt kommen die Trittbrettfahrer des Missbrauchs, die springen da alle auf ihre Skateboards auf und fahren damit und jeder kannte meinen Onkel und jeder kannte noch eine Geschichte. Und nein, das ist schrecklich. Aber es hat ja auch familiäre Weiterungen gehabt, zum Beispiel, dass die Tochter von ihrem Onkel, den sie nicht beim Namen nennen, sondern immer Onkel, ja, war dass auch. Die gesagt hat, dass sie auch missbraucht worden ist. Ja, Gott sei Dank. Wenigstens habe ich einem Menschen die Möglichkeit gegeben, sich auch zu offenbaren. Und das ist sehr wichtig. Wir müssen den Mund aufmachen. Wir sind in einem Land, wo wir alle wegschauen, bei ganz vielen Dingen. Und wenn wir die Dinge nicht benennen, wird sich auch nichts ändern. Ja? Ich habe eine letzte Frage. Eine letzte Frage an Frank Xaver Krötz. Als Sie gefragt wurden, warum haben Sie das erst nach so vielen Jahrzehnten publik gemacht? Warum haben Sie es nicht mal Ihrem Ehemann erzählt? Da haben Sie gesagt und geschrieben, er hätte wahrscheinlich meinen Onkel gelyncht, wenn er das gewusst hätte. Stimmt das? Kann ich nicht beantworten, das ist so lange her. Was machen jetzt da? Aber als Sie gelesen haben, hat Sie man das... Man kann nicht in diese Dinge einfach reinspringen, das ist ein Chaos. Aber waren Sie bestürzt, waren Sie erschrocken, haben Sie gefragt, warum hast du mir das bloß nicht erzählt? Nein. Nein, er hat mir ganz toll eine SMS geschrieben und fand meine Radikalität, dass ich den Mut hatte, das zu berichten, einfach toll. Und er war sprachlos über die Vorgänge. Und ich finde wirklich, der Franz hat mich so unterstützt jetzt, die ganze Zeit, auch mit den Medien, und hat mich irgendwo auch beschützt. Und ich bin ihm da echt dankbar, dass ich auch so eine Offenheit habe. Aber heute hast du es gut gemacht. Heute hast du mich nicht gebraucht. Bravo.